Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play unterwegs in Düsterburg. Ja, im letzten Part gab es ja einige Aufruhr um einen Mordfall. Die Leiche ist fort, aber die Blutspur war vor davor noch nicht da. Und nun geht es darum herauszufinden, was es damit auf sich hat und... Ah, genau. Das sind sie, diese zwei verdächtigen Kerle. Ja, was sind das denn für zwei verdächtige Kerle? Die habe ich ja vorher noch nie gesehen. Lass uns ja abhauen, Dante. Mir ist nicht ganz geheuer. Und die Artefakte finden wir hier auch nicht. Reg dich ab, Junge. Die Leute hier sind völlig deprimiert und sitzen nur auf ihren Reichtümern rum. Ideale Bedingungen, um ein paar lukrative Geschäfte zu machen. Hallo, Dante. Hallo, ihr zwei. Seid die Ersten, die wir heute auf den Straßen zu sehen bekommen. Ein Nest von Stubenhocken, was? Die dauernde Finsternis bedrückt die Menschen hier, glaube ich. Wir sind Händler aus dem Norden. Ich heiße Dorn und das ist mein Gefährte Dante. Ihr habt nicht zufällig Bedarf an ein paar erlesenen Schätzen aus fernen Ländern? Kommt drauf an, was ihr habt. Oh, wir haben einiges dabei. Aber ihr seht nicht so aus, als hättet ihr Interesse am Teeservice einer sarabäischen Prinzessin. Ein echtes sarabäisches Teeservice? Das hört sich interessant an. Für solche Dinge fällt uns momentan das Geld dankbar. Wenn wir Geld ausgeben, dann nur für Dinge, die unserer Sache dienlich sind. Und was für Dinge dienen eurer Sache? Hilfsmittel für die Reise. Aha, ihr seid praktisch veranlagt. Wie? Naja, wir haben hier tatsächlich ein sehr nützliches Artefakt, das ihr vielseitig einsetzen könnt. Ein paar ausgesprochen seltener Sprungfedern. Man kann sie unter die Füße schnallen, um gewaltige Abgründe zu überwinden. Oder ähnliches. Leider haben wir keine 4000 Taler. Schade, aber vielleicht könnt ihr ja nochmal etwas auftreiben. Wir bleiben wohl noch eine Weile in der Stadt. Wenn ich mit dir rede. Dante verkauft die Artefakte. Ja. Warte mal, was hast du hier zu verkaufen? Ein Sohn Rank hat mir davon berichtet. Er ist völlig aufgelöst, deswegen. Wir sind damit beauftragt, den Mord aufzuklären. Könnt ihr uns irgendwie weiterhelfen? Es tut mir leid, aber ich weiß nichts darüber. Kann ich euch anderweitig helfen? Wir möchten etwas kaufen. Nee. Vielleicht ein andermal. Und was siehst du hier? Oh. Ihr wagt es hier noch einmal aufzukreuzen. Ihr habt Lazarantin ermordet, dafür werdet ihr bezahlen. Gemacher, beruhige dich. Jemand versucht uns den Mord anzuhängen. Wir haben da nichts damit zu tun. Warum sollte ich euch glauben? Lazarantin hat uns vertraut und du weißt selbst am besten, wie vorsichtig er immer war. Außerdem würden wir wohl kaum bei dir vorbeischauen, wenn wir Böses im Schilde führen würden. Hört sich vernünftig an. Was wollt ihr von mir? Gibt es irgendjemanden, der Lazarantin an den Kragen wollte? Naja, der Graf und all seine Schergen, sofern bekannt geworden wäre, dass Lazarantin einen Aufstand plant. Aber eigentlich war Lazarantin noch nicht zu einer Revolte bereit. Zeit seines Lebens erzählte er von einem großen Helden, der kommen würde, um uns gegen den Herzog beizustehen. Aha. Hat er auch nähere Angaben zu dieser Person machen können? Nein. Es war eher so eine Art fixe Idee von ihm. Weißt du schon, wo Lazarantin gewohnt hat? Schon, ja, cool. Er hat ein Bett in dem Haus, wo diese Kinder mit den Schildkröten wohnen. Es ist genau neben dem Nordtor. Gibt es noch weitere Verschwörer? Die gab es einmal. Sind einer nach dem anderen verschwunden. Sieht so aus, als stände ich nun allein da. Keine Sorge, wir sind auf deiner Seite. Halte dich einstweilen verborgen, bis wir einen Schuldigen gefunden haben. Den Schuldigen gefunden haben. Wir brauchen Waffen. Sagt, was ihr wollt. Brecheisen? Ach, habe ich sogar schon eins.
Das war Zeitverschwendung. Ja, Tatsache. Aber wenn ich doch ein Brecheisen habe, ist aber bevor ich da jetzt runtergehe, zeige ich euch noch etwas. Tut mir leid, Julia, aber du musst noch mal mitkommen. Roncarlo ist abgehauen und Libra sitzt hinter Gittern. Quendi Stufe 15 erreicht, Finte gelernt. Juli Stufe 16 erreicht. Man kann den Hund nämlich noch mal mitnehmen. Was, Fladezeimer? Hier ist ein wertvolles Silberservice drin. Dafür könnte man sicherlich einen guten Preis erzielen. Mitnehmen? Ja, wir brauchen das Geld. Schreckliche Erinnerungen werde ich wach, wenn ich daran denke, wie oft Libra mich hier zum Abspülen verdonnert hat. Okay. Mehr brauche ich hier jetzt einstweilen nicht. Finte. Ein Täuschungsmanöver, das manche Gegner auch verwirrt. Hä? Ach so, weil ich jetzt Juli dabei habe. Ich dachte gerade, wieso bellt die Katze? Aber klar, ich habe ja jetzt Juli dabei. Ja, ich will da runter. Von unten festgekettet, schade. Kann ich denn den anderen Gullideckel rein? Öffnen. Unten. Ja, bitte. Oh. Was hast du jetzt gesagt, wieso du nicht runter willst? Da unten ist das Zappenduster und ich habe kein Licht dabei. Okay, also brauchen wir irgendwas, womit wir Licht bekommen. Ja, das kennen wir alles. Hast du irgendwas, was uns Licht macht? Laterne. Futternapf. Hundefutter nehmen wir 3 mit. Eiltrank, Elixier. Ich weiß es gar nicht, wie viel Leben habe ich denn gerade bei den Leuten? 150, 100, 100, 200, okay, also alles von 100 aufwärts. Und das heilt 250, Komplettheilung. Wie viel kostet so ein Ding? Nicht ganz billig. Gib mir mal 3. Und jetzt, Oh, da habe ich noch ein gesundes Hundefutter, okay. Kann ich jetzt hier runter? Öffne. Ja. Jetzt kann ich hier runter, okay. Genau hier muss ich nämlich hin. Oh. Junger Wiedergänger greift an. Absolarplexus hier klappt, ich weiß es nicht. Ja, Finte dürfte den gut bekommen. Stoßgebiet dürfte auch ganz gut wirken, denke ich mal. Und kann nur müde drüber lächeln. Hier ist der Solarplexus. Und da kommt hin wieder. Quendi weicht aus und dann beten wir doch mal, dass wir ihn gelähmt bekommen. Scheinbar nicht. Sag mal, hält schon ein bisschen was aus, ne? Ist ja echt heftig. Geht doch endlich, meine Güte. Hey, das ist doch wieder eine Zelda-Melodie, oder? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Magietränke könnte ich noch ein paar mitnehmen. Ach komm, ich hol mir noch mal ein paar Tränke. Die können nicht schaden. Ja, das kennen wir. Magietrank. Hast du mir keine Magietränke? Ach komm. Willst du mich verarschen? Kriege ich hier drüben dann Magietränke?
Oder darf ich nicht mehr raus? Doch. Ein Versuch ist es auf jeden Fall mal wert. Ja. Ja, da grinst sie wieder. Genau, Magietrank. Da nehmen wir hier 9 Stück und... Ja, Heiltrank. Etwas, was ich verkaufen kann, was ich nicht mehr brauche. Ein kurzes, knuffiges Schwert. Okay, für den Anfang. Ja, wir sind nicht mehr am Anfang. Lederpanzer. Dorfankerseil, Bierkrug. Bringt nur ein Tal, okay, genauso gut drin lassen. Laterne, Brecheisen. Weihwasser. Kannst du mir auch Weihwasser verkaufen? Nee, oder? Ja, nicht. Nee. Aber halt, was sehe ich hier noch? Feuerkugel. Probier's einfach mal. So. Dann. Achso, kann ich hier hinten nicht eigentlich. Da gab es doch noch die Sache mit dem Gespenst, fällt mir gerade ein. Na, habe ich immer noch keine Spitzhacke oder so, das ist echt blöd. Ja, der Herzog ist zurück. Also, weil ich keine Spitzhacke habe. Ich weiß nicht, gar nicht mit da drüben, hat der mir Spitzhacken oder so irgendwie sowas verkaufen können? Oh, jetzt kriegt man das ganze Gelaber wieder. Ja. Das nur, weil ich wieder so breit bin. Spitzhacke. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich bin fast dafür, das mit dem Gespenst zuerst zu machen. Ich glaube, das ist leichter. Aber erstmal speichern. So. Dann wollen wir doch mal die Gebeine vom Gespenst holen gehen. Ja, hack dich durch. Wir müssen vorsichtig sein. Dies ist ein Ort des Bösen. Vor vielen Menschenaltern wurden hier schwarze Messen zelebriert. Nichts hier ist hier, wie es scheint. Genau über diesem komischen Zeichen. Das ist ein Hexagramm. Diesem Hexagramm wachsen schwarze Wurzeln aus der Decke. Ja, das muss ich jetzt leider. Die Wand hier sieht irgendwie in Spitzhacke, bitte. Oh weia, was haben wir da wieder aufgestöbert? Ich würde mal sagen Geister. Aber ich habe hier gerade gespeichert, weil... Ganz schön laut für einen Toten. Wage es nicht zu spotten, sterblicher Abschaum. Knie nieder und bete zu deinen Ahnen, dass sie dich im Jenseits willkommen heißen. Suchst du dich mir nicht so auf, Bursche. Sag mir lieber, was du hier unten zu suchen hast. Die Tage, an denen ich zu suchen pflegte, sind schon lange dahin. Heute warte ich nur noch. So. Und auf wen wartest du so normalerweise? Auf jene, die da kommen, um die Überreste des Gottlosen zu stehlen, der uns alle versehrt hat. Niemals sollen sie gefunden werden, auf dass seine Seele niemals ruhe. Es ist geschehen. Es ist schon viele Menschenalter her. Wir wollten an diesem heiligen Ort den Geist der schwarzen Eiche beschwören, damit uns unendliche Macht gewährt werden würde. Hört sich nicht sonderlich heilig an, denn nach einer ziemlich schwarzen Magie. Auf dem Höhepunkt der Zeremonie platzte dieser Tollpatsch rein. Er brachte alles durcheinander und er und über uns brach das Chaos herein. Die schwarze Eiche fraß unsere Seelen, kein einziger kam davon. Nur der feige Dieb, der alles angerichtet hatte, konnte sich in diesem Raum verstecken. Doch die Wogen der Zerstörung ließen alle Durchgänge einstürzen.
Haha, sein Tod war langsam und qualvoll. Seit diesem Tag wachen wir über seine sterbenden Überreste, damit seine Seele ebenso wie die unseren keinen Frieden finden kann. Ich werde ihn erlösen. Hör mal, altes Schlossgespenst. Höhlengespenst. Ich bin ein Höhlengespenst. Hör mal, altes Höhlengespenst. Ich bin gekommen, um die Seele dieses armen Burschen zu erlösen. Wie aus dem Weg. Du tote Seele greift an. Also Laplaxos kann man wohl vergessen. Finde vielleicht. Und ein Stoßgebet schickt man natürlich auch noch in den Himmel. Okay, was haben wir noch? Ne. Haut nochmal drauf und ein normales Stoßgebet noch. Oh, ja. Dachte ich mir, also die sind deutlich schneller tot als der Zombie vom Vorraum.